Ich fühle mich hier sehr zu Hause in diesem Land. Es ist mir alles bekannt hier. Als ich zum ersten Mal hierher fuhr, vor vielen Jahren, kam mir alles vor, als ob ich hier je einmal gelebt hätte. Wenn es Reinkarnation wirklich gibt, woran ich glaube, habe ich sicher hier mal ein Leben lang verbracht. Jeder Fels und jeder Busch ist mir hier bekannt. Ich habe auch als ganz kleines Kind sehr viel Indianermotive gemalt, obwohl wir als Schweizer Kinder vor 50 Jahren sonst keinen Zugang hätten zu Indianermotiven, fragt man sich ja doch, woher so ein Wissen stammt. Wenn ich mit Indianern spreche, fühle ich mich ganz verbunden mit ihrer Lebensphilosophie, die sehr in Harmonie ist mit der Natur. Und ich glaube, das ganze Leben mit der Natur und in Harmonie mit der Natur hilft eben einem Menschen so zu leben, dass er weder Angst hat vor dem Sterben noch vor dem Leben. Und an einem solchen Ort wie hier in Monument Valley merkt man eben, wie klein der Mensch ist und wie großartig die Welt eigentlich geschaffen wurde.